Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz im Vorfeld der 55. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, die am 12. Mai genau 12.30 Uhr starten wird und natürlich online stattfindet, Corona-bedingt wie sämtliche Kongresse im Moment. Das Motto in diesem Jahr lautet Präzisionsmedizin, eine Reise in die Zukunft der Diabetologie. Wir wissen schon seit längerer Zeit, dass nicht jede Diabeteserkrankung gleich ist, weil natürlich auch nicht jeder Diabeteserkrankte gleich ist. Doch wie genau wissen wir um die Unterschiede und was können wir mit dem Wissen genau auch anfangen? Inwieweit kann das Wissen um die personalen, individuellen Unterschiede auch Prävention und Therapie verändern? Das sind die großen Fragen des Diabeteskongresses 2021. Und das sind die Fragen, denen wir uns unter anderem auch in der nächsten Stunde in dieser Pressekonferenz widmen wollen. Und zwar mit diesen Expertinnen und Experten, die ich Ihnen jetzt zunächst vorstelle. Ich beginne mit der Präsidentin der Deutschen Diabetesgesellschaft, Frau Professor Kellerer, die ich ganz herzlich am Marienhospital in Stuttgart begrüße. Herzlich willkommen, Frau Professor Kellerer. Derjenige, der für diesen gesamten Diabeteskongress 2021 mit seinem Team verantwortlich ist, ist Herr Professor Lehnert, der aus dem wunderschönen Salzburg hier zugeschaltet ist. Ganz herzlich willkommen dem Kongresspräsidenten. Schön, dass Sie heute hier Zeit haben. Wir haben noch einige weitere Gäste auf unser Online-Podium eingeladen. Ich beginne mit Herrn Professor Bornstein. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik 3 am Universitätsklinikum in Dresden. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich freue mich außerdem sehr, dass Herr Professor Fritsche heute mal wieder mit auf unserem Podium ist. Früher bei vielen Pressekonferenzen als Pressesprecher dabei gewesen, aber seine Hauptaufgabe ist natürlich eine andere, nämlich am Universitätsklinikum in Tübingen leitet er die Abteilung für Prävention und Therapie des Diabetes Typ 2, also ein ganz wichtiges Thema, was uns heute auch beschäftigen wird. Herzlich willkommen, Herr Professor Fritsche. Und vom Helmholtz Diabetes Center in München zugeschaltet ist Herr Professor Herzig. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Das ist ein wunderbares Wortspiel natürlich bei Ihrem Namen. Ich weiß nicht, wie oft Sie solche Wortspiele hören müssen, aber ich muss das natürlich auch machen. Herr Professor Herzig ist außerdem Sprecher der neu gegründeten DDG Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was er heute auch für uns hier mitgebracht hat. Eine interessante Runde, eine große Runde. Wir legen auch gleich los mit den einzelnen Themen. Zuvor noch einige Regiehinweise. Wir haben jetzt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in diesem Call drin. Sie haben wie immer als Journalistinnen und Journalisten während der gesamten Pressekonferenz die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Sie können die Fragen in den Chat schreiben. Bitte schreiben Sie dann immer Namen und Medium dazu, damit wir die Fragen auch zuordnen können und gegebenenfalls im Nachgang auch noch beantworten, falls hier keine Zeit mehr sein sollte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, nicht nur Ihre Frage in den Chat zu schreiben, Sie können auch mündlich Ihre Frage hier vortragen. Dann würden wir Sie nur bitten, auch vorher kurz eine Nachricht in den Chat zu schreiben, damit wir Sie dann auf laut stellen können und Ihre Frage hier auch hören, was uns natürlich freut, weil das dann noch ein bisschen interaktiver ist und wir auch in direkten Kontakt mit Ihnen treten können. Zumindest fühlt sich dann ein bisschen direkter an, als es so ist. Und an alle nochmal der Hinweis, die Veranstaltung, die Pressekonferenz wird aufgezeichnet und ist im Nachgang auch im Internet verfügbar. So, legen wir los mit diesen spannenden Themen. Herr Professor Lehnert, Ihr Kongress wird ja in jedem Fall eine Reise in die Zukunft darstellen, schon alleine aufgrund des digitalen Formats. Es ist nicht der erste digitale Diabeteskongress, schon die Herbsttagung war digital, aber es ist doch der erste digitale Frühjahrskongress der DDG. Wenn Sie von der Reise in die Zukunft sprechen, dann meinen Sie aber natürlich die Reise in die Zukunft der Medizin, insbesondere die Reise in die Zukunft der Diabetologie, worum es Ihnen ja in besonderer Weise geht. Und einen Schlüssel für diese Zukunft sehen Sie in der Präzisionsmedizin, wie Ihr Motto vermuten lässt. Was wollen Sie mit diesem Motto zum Ausdruck bringen? Und vor allem, was sind für Sie die Anliegen, die Sie mit Ihrem Kongress verbinden? Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Döbler, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, Sie auf diese Art und Weise begrüßen zu dürfen. Die ist für uns alle ungewöhnlich, aber
Ich glaube, wir haben uns alle in den letzten Wochen und Monaten schon sehr an diese Art der Kommunikation gewöhnt, ob wir wollen oder nicht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass der Kongress auch in diesem Format dank wirklich einer großartigen Begleitung auch durch die Deutsche Diabetesgesellschaft und das DDG Office ein voller Erfolg wird. Sie sagen das oder nennen das Thema unseres Kongresses, Präzisionsmedizin, eine Reise in die Zukunft. Und natürlich ist das ein Titel, von dem wir alle hoffen, dass er das verspricht, was er zum Ausdruck bringen wird und zum Ausdruck bringen will, nämlich wirklich auch ein Stück der Zukunft der Diabetologie. Präzisionsmedizin ist ja eigentlich nicht etwas ganz Neues, denn wir sind ja als Ärzte und Therapeuten seit langem immer bemüht, eine möglichst maßgeschneiderte und individuelle Therapie auch einzusetzen. Und haben das beim Diabetes in gewisser Weise bisher natürlich auch schon getan. Und wenn man so will, ist das Konzept einer individuellen Behandlung des Diabetes auch eines, was in wissenschaftlichen oder in Erkenntnisstufen verlaufen ist. Und beginnend mit der Klassifikation des Diabetes in unterschiedliche Typen. Und Typ 1, Typ 2 ist in allen geläufig, aber auch in weitere, auch seltenere Formen, monogenetische Diabetesformen oder Diabetesformen als Ausdruck anderer somatischer Erkrankungen, Pankreaserkrankungen zum Beispiel. Und bei diesen Typen haben wir natürlich schon gelernt, unser Instrumentarium, das wir haben, gezielt und auch individuell einzusetzen. Der nächste Schritt war sicher der, dass mit der Zunahme der medikamentösen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir auch innerhalb insbesondere der Gruppe der Typ-2-Diabetiker, also der weitaus größten Gruppe der Diabetiker, die Medikamente auch versuchen so einzusetzen, wie es der individuellen Risikokonstellation des Patienten entspricht. Und Stichworte erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, was dann wirklich sehr schnell die Gabe von Medikamenten aus der Gruppe der sogenannten SGLT2-Hemmer oder der GLP-1-Agonisten betrifft. Und das ist ein Konzept, was sich sehr durchgesetzt hat und was auch in den Leitlinien der Fachgesellschaften völlig und zu Recht völlig verankert ist. Das waren im Zeitraffer die ersten beiden Schritte und wir stehen jetzt schon in gewisser Weise vor einem dritten Schritt und der betrifft insbesondere, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere die Gruppe der Patienten mit einem Typ-2-Diabetes. Und wir wissen seit einigen Jahren, dass auch der Typ-2-Diabetes eine extrem heterogene Erkrankung ist und sich auch in unterschiedliche Cluster differenzieren lässt, die wir dann berechnen und auch mit biomathematischen Methoden berechnen anhand unterschiedlichster biochemischer und phänotypischer Charakteristika. Angefangen von der Insulinsekretion, Insulinresistenz, Leberfettanteil oder auch viszerales Fettgewebe, um einige Beispiele zu nennen. Und hier zeigt sich etwas extrem Spannendes, dass wir wirklich in der Lage sind, mehrere Cluster voneinander zu trennen, wobei die sowohl für den manifesten oder auch früh manifestierten Typ-2-Diabetes gilt, wie auch für Patienten mit einem Prädiabetes oder solchen, wo ein erhöhtes Risiko ist für die Entwicklung eines Diabetes. Und hier sind, und da geht auch, muss ich sagen, ganz großer Dank auch an die wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere aus dem Deutschen Zentrum für Diabetes, dem DZD, wirklich maßgebliche Arbeiten, also zu Patienten mit frisch manifestiertem Diabetes aus der Düsseldorfer Arbeitsgruppe. Und zu Patienten oder Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen Diabetes haben, aus der Tübinger Arbeitsgruppe. Der Seniorautor der letztgenannten Studie sitzt hier bei uns heute. Das ist Herr Professor Fritsche, Erstautor ist Dr. Wagner. Und das sind absolut Meilensteinarbeiten, die zeigen, dass wir
anhand bestimmter Charakteristika das Diabetesrisiko vorhersagen können. Beispiel erhöhtes Leberfettgewebe und erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Diabetes in dieser Gruppe. Und das sind Erkenntnisse, die vielleicht heute noch nicht so praxisrelevant sind, wie wir sie gerne hätten. Aber ich denke, dass wir im Moment in einer Phase sind, wo wir aus diesen Daten extrem viel lernen und lernen, die Patienten wesentlich genauer anzugucken, die Möglichkeiten einzusetzen, die uns auch in der Praxis zur Verfügung stehen. Stichwort Leberfettgewebe oder Stichwort Überprüfung der Insulinresistenz. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in wenigen Jahren mit Hilfe dieser Möglichkeiten und Berechnungen, Clusteranalysen, dann auch nicht mehr nur vom Typ-2-Diabetes, sondern auch von bestimmten Clustern des Typ-2-Diabetes sprechen. Und das macht eigentlich auch den Diabetes zu einer wirklich unendlich spannenden Erkrankung. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir die Möglichkeit haben, unterschiedliche Medikamente in diesen Situationen einzusetzen. Das ist ein sehr großes Ziel, was wir auch versuchen, durch diesen Kongress, durch die Gestaltung dieses Kongresses zu unterstützen. Und ich bin sicher, dass wir hier auch in den kommenden Jahren große Fortschritte machen. Und was uns ja wirklich eint, ist schlicht und einfach das Ziel, die individuell beste Therapie für jeden Patienten zu finden. Im Moment haben wir eine extrem spannende, erkenntnisgeleitete Situation. Und ich bin sicher, das wird auch in therapeutische Strategien münden. Das sind die offenen Fragen. Die sind auch sehr schön von einer Taskforce mit einem Artikel jetzt gerade auch in Diabetologia zusammengefasst, dass wir wirklich auch jetzt überprüfen müssen, welche Medikamente sind jetzt in welcher Cluster-Situation, wenn man so will, dann wirklich die erfolgversprechendsten. Dahin wird ganz sicher die Reise gehen, davon bin ich überzeugt, und wir versuchen das mit dem Kongress zu unterstützen. Wir werden am Ende der kommenden Woche wissen, wie weit uns das gelungen ist, aber ich glaube, wir haben, und das war ja der zweite Teil Ihrer Frage, Frau Döbler, wir haben einen super spannenden Kongress, ein super spannendes Kongressprogramm. Es geht natürlich nicht nur um diese Aspekte der personalisierten Medizin, es geht auch sehr stark um die Prävention des Diabetes, damit auch um Themen wie Adipositas und Prädiabetes. Es geht um Diabetestechnologien, insbesondere beim Typ-1-Diabetiker, und es geht um innovative Therapiestrategien für unsere Patienten. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, denn diese Therapiestrategien, die werden wir eben überprüfen, vor dem Hintergrund der in Anführungszeichen Cluster-Situation der Patienten. Also ich glaube, dass wir und hoffe, dass wir sehr viel lernen werden über neue auch genetische, epigenetische Marker, Biomarker und andere Prädiktoren des Diabetes respektive seiner Prognose. Und ja, wir freuen uns darauf, diesen Kongress gestalten zu dürfen, und freuen uns darauf, ganz viele von Ihnen dann auch online wieder zu sehen und zu begrüßen. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Leder. Also beim Kongress wird es um die ganze Bandbreite der Diabetologie und der Zukunft der Diabetologie gehen. Nochmal aber zur Präzisionsmedizin gefragt. Sie hatten ja gesagt, dass man Typ 1 und Typ 2 unterscheiden kann. Das ist schon sehr, sehr lange so. Aber man weiß eben mittlerweile, dass es zum einen noch mehr Diabetesformen gibt und dass es innerhalb dieser Formen, wie zum Beispiel bei Typ 1 und Typ 2, unterschiedliche Cluster gibt. Heute hat man auch die Möglichkeit, schon mit unterschiedlichen medikamentösen Therapien zu reagieren. Wie kommt man aber überhaupt zu diesen Clustern? Welche Rolle spielt denn da die Digitalisierung oder Big Data? Also wie kommt man denn zu den Daten und wie kommt man auch zu der Erkenntnis, wer dann zu welchem Cluster gehört letztendlich? Ja, also das Stichwort haben Sie genannt. Das funktioniert natürlich nur, wenn man wirklich ausreichend große Kohorten hat von Patienten. Das war in den beiden genannten Studien in Düsseldorf, wo
Rekrutur im Rahmen einer bundesweiten Studie die Patienten rekrutiert wurden mit einem neu manifestierten Diabetes und war auch nur möglich in Tübingen, aber da sollte man vielleicht viel besser Herrn Professor Fritsche fragen, war natürlich optimal möglich auch in Tübingen aus dem wirklich immensen Datenmaterial, insbesondere also der Tübinger Prädiabetes-Studien, TÜV-TULIP-Studien und nur damit war das letztlich möglich. Das heißt, wir brauchen eine immense Fülle von Daten. Das lässt sich, die Clusterberechnung funktionieren nicht mit 100 Patienten. Und das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass man dann, und aber das wird auch nicht zufällig ausgewählt, sondern dann wird geschaut, welche Parameter sind es, die wir bei den Patienten dann wirklich untersuchen und das geht von der Fassung der Insulinresistenz zur Sekretion von Insulin bis hin zu Fettgewebsmessungen und das sind anderen bildgebenden Verfahren. Das sind Methoden, die ja deswegen eingesetzt werden, weil sie sich gerade bewährt haben in der Vorhersage der Prognose des zum Beispiel Prädiabetes zum Diabetes. Und das Entscheidende ist, dass nicht auf eine Variable geguckt wird, sondern eben, dass alle Variablen sozusagen mit biomathematischen Modellierungen abgefragt werden und die Cluster so gebildet werden, dass man sagen kann, bei diesem Patienten haben wir jetzt vermehrt Fettgewebe in der Leber oder weniger und dafür eine ausgeprägtere Insulinresistenz zum Beispiel. Und dass wir dann solche Diagramme von diesen Patienten dann auch zeichnen können und sehen genau, in welche Richtung sie zu welchem Parameter dann in Anführungszeichen ausschlagen. Und also ist diese Aussagen, die man hier trifft oder getroffen wurden, sind wirklich nur möglich vor dem Hintergrund großer Kohorten, großer Studien und der Untersuchung dann natürlich von Big Data. Wie stark, wie ist Ihre Einschätzung, fließen diese Erkenntnisse heute schon in die Therapien von Patientinnen und Patienten tatsächlich mit ein? Also wie individualisiert wird der Einzelne Ihrer Meinung nach schon behandelt? Das ist zum Teil ist das schon der Fall. Wir haben natürlich, was man klar sagen muss, wir stehen ganz am Anfang, was bei den Typ-2-Clustern den zielgerichteten Einsatz von Medikamenten angeht. Da sind wir wirklich erst bestenfalls gerade am Anfang. Aber wir wissen natürlich auch, welche Patienten es sind. Auch aus diesen und anderen Untersuchungen, die ein hohes Risiko haben für die Entwicklung von diabetes-assoziierten Erkrankungen und das vermehrte viszerale Fettgewebe beispielsweise ein Marker ist auch Leberfettgewebe, ein Marker ist auch für erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und sodass wir bei diesen Patientengruppen schon und ich denke, das ist auch eine sinnvolle und individuelle Therapiemaßnahme, die Medikamente einsetzen, von denen wir wissen, dass sie außer der Reduktion der Glukosewerte eben auch das kardiovaskuläre Risiko verringern. Also vor diesem Hintergrund nehmen wir schon tatsächlich einige dieser Erkenntnisse und weil wir wissen, dass sie mit anderen Erkrankungen assoziiert sind, Insulinresistenz als ausgeprägt ohne andere Marker, hohes Risiko auch für diabetische Nephropathie, dass wir hier besonders aufpassen. Und das sind Erkenntnisse, die wir hier schon übersetzen, aber und aus diesen Studien, aber die ganz großen Untersuchungen, die folgen noch, die müssen jetzt natürlich kommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Lehner. Sie haben viele Aspekte schon angesprochen. Wir werden einige noch vertiefen, gerade auch den Prädiabetes im Verlauf der nächsten Stunde. Vielleicht aber erst noch mal den Blick von den sehr hoffnungsvollen Aussichten, die Sie uns geschildert haben, auf die vielleicht eher erschreckende Seite der Diabetologie bzw. der Diabeteserkrankung. Frau Professor Kellerer, bis zum Jahr 2040 wird in Deutschland mit 12 Millionen an Diabeteserkrankten gerechnet. Insbesondere die Zahl der Menschen mit Diabetes Typ 2 steigt ja
Hassan. Heute schon leidet jeder fünfte Mensch, der in ein Krankenhaus eingeliefert wird, an Diabetes. Gleichzeitig werden die diabetologischen Lehrstühle an den Universitäten weniger und auch die Versorgungsstrukturen in den Krankenhäusern schlechter. Eigentlich sollte, wie schon lange von der Deutschen Diabetesgesellschaft gefordert, eine nationale Diabetesstrategie der Abhilfe schaffen, die der Bundestag im letzten Juli tatsächlich auch noch vor der Sommerpause verabschiedet hat. Aber in den Monaten der Pandemie hat man davon so rein gar nichts gehört. Warum ist das ziemlich fatal aus Ihrer Sicht? Und warum ist es tatsächlich so wichtig, diese nationale Diabetesstrategie auf politischer Ebene jetzt auch voranzutreiben? Ja, vielen Dank, liebe Frau Döbler. Ich würde sagen, ich warte jetzt mal als DDG-Präsidentin auch eine Reise oder vielleicht besser einen Blick ein bisschen in die Zukunft der Diabetologie. Und Sie haben es bereits angesprochen, die Zahlen, die Diabetologie, denke ich, steht vor wirklich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Sie haben bereits eben erwähnt, wir haben es weiterhin mit steigenden Diabeteszahlen zu tun. Diese Versorgung der Menschen mit Diabetes brauchen heute bereits 21 Milliarden an Gesundheitskosten gehen eben für die Versorgung von Menschen mit Diabetes und deren Begleiterkrankungen zurück. Und ich danke Ihnen auch, Sie haben auch die Zahl erwähnt zu die nicht so bekannt ist wie die üblichen Diabetes-Neuerkrankungsrate und die Prognose der Diabeteserkrankten insgesamt, sind die Zahlen zu Diabetes in deutschen Kliniken. Und das ist eben, worauf Sie sich bezogen haben, eine ganz aktuelle Publikation von der Uni Ulm ist jetzt vor wenigen Wochen im Deutschen Ärzteblatt publiziert worden und hier hat die Gruppe nochmal gezeigt, dass jeder fünfte Mensch in einem deutschen Krankenhaus, jeder fünfte Patient hat einen Diabetes. Diabetes ist da meistens nicht die Hauptdiagnose, aber es ist trotzdem extrem relevant, wenn man diese Publikation nämlich genau liest, weil man darin nämlich auch findet, dass die Menschen mit Diabetes im Vergleich zu denen ohne eine Diabetesdiagnose beim klinischen Aufenthalt schlechter insgesamt abschneiden. Die Mortalität in der Gruppe ist um 32% höher als in der Gruppe ohne Diabetes und die Liegedauer ist auch entsprechend länger. Also wir haben definitiv ein Versorgungsproblem, würde ich sagen, in den deutschen Kliniken. Und Sie haben es bereits angesprochen, die Deutsche Diabetesgesellschaft fordert seit langem, möchte ich sagen, einen nationalen Diabetesrahmenplan, um die wichtigen und drängenden Themen in der Diabetologie, und das sind nun mal die Zunahme der Diabetesfälle, also, und das andere eine Sicherstellung einer zukunftsorientierten Versorgung von Menschen mit Diabetes. Das sind die wichtigen Themen und wir verlangen hier oder haben hier seit langem einen nationalen Rahmenplan gefordert. Wir haben es sehr begrüßt, dass im letzten Jahr, in der letzten Sitzung noch im Sommer dann im Bundestag der Start der nationalen Diabetesstrategie beschlossen wurde. Das ist im Wesentlichen ein 8-Punkte-Papier, in dem sich gute Ansätze finden. Vieles davon ist aber auch sehr, sehr vage. Und Sie haben es auch bereits angesprochen, Frau Döbler, in Bezug auf die Umsetzung haben wir hier bislang noch gar nichts gesehen von diesen 8 Punkten. Da hat man einfach auch jetzt im letzten Jahr und auch immer noch den Eindruck, dass die Corona-Pandemie irgendwie alles andere in der Gesundheitspolitik oder in Medizin in den Hintergrund gedrängt hat. Ich finde, gerade bei Krankheiten wie Diabetes oder Diabetes und Adipositas ist das aber wirklich sehr fatal, denn wir wissen, dass gerade Menschen mit Diabetes deutlich schlechter bei einer Covid-19-Infektion abschneiden als solche ohne Diabetes. Und ich denke, Herr Professor Bornstein wird nachher ja auch noch auf die Zusammenhänge zwischen Diabetes und Covid-19-Erkrankungen oder
SARS-CoV-2 eingehen. Also da gibt es durchaus Verbindungen, muss man sagen, von zwei Pandemien. Ich spreche von zwei und nicht nur von einer Corona-Pandemie. Lassen Sie uns nicht vergessen, wir haben im Jahr 2020, ja, wir haben eine Corona-Pandemie mit im Jahr 2020 1,8 Millionen Todesfällen weltweit geschätzt gehabt. Wir haben aber auch eine Diabetes-Pandemie laut WHO mit 1,6 Millionen Todesfällen pro Jahr. Also auch hier würde man sich wünschen, dass die Politik da ähnlich entschlossen herangeht an das Thema Diabetes wie an das Thema Covid-19. Und ein wichtiger Punkt wäre eben, dass es aus diesem 8-Punkte-Papier der nationalen Diabetesstrategie mal, dass hieraus konkrete Maßnahmen folgen. Denn allein mit einem 8-Punkte-Papier werden Sie nicht einen einzigen Diabetesfall verhindern. Hier ist es so, dass wir als drängendste Maßnahmen seitens der Deutschen Diabetesgesellschaft eigentlich zwei wichtige Punkte sehen würden. Das eine ist ganz klar, die Diabetes-Neuerkrankungsrate muss runter. Hierzu braucht es Maßnahmen, komme ich nachher vielleicht noch mal kurz drauf zu sprechen. Und zweitens, wir brauchen eine qualitativ hochwertige, zukunftsorientierte Versorgung der im Moment ja leider immer noch weiter steigenden Zahl von Menschen mit Diabetes. Vielleicht zu dem ersten Punkt, Reduzierung der Neuerkrankungsrate. Hier können konkrete Maßnahmen sein, die man auch aus einer nationalen Diabetesstrategie sozusagen heraus entwickeln und realisieren kann. Eigentlich mal ganz einfach die Empfehlungen der WHO umzusetzen, nämlich Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln muss deutlich runter, auch durchaus mit einer Zucker- oder Softdrinksteuer, Verbot von ungesunden Nahrungsmitteln, Verbot von Werbung ungesunder Nahrungsmittel, welche sich an Kinder richten. Hier hat der Dank gerade auch darauf hingewiesen, eine neue Publikation zur Kinderwerbestudie. Kinder schauen sich am Tag im Schnitt ungefähr 16 Werbeclips an. Ja. Also das ist mit Sicherheit eine wichtige Maßnahme, auch die man umsetzen kann. Dann möchte ich auch erwähnen, Diabetesprävention. Ich glaube, das ist jedem in der Diabetologie vollkommen klar. Trotzdem möchte ich es erwähnen, noch mal kurz, eine Diabetesprävention kann nicht gelingen ohne Adipositasprävention. Deswegen befürworten wir sehr und setzen uns auch ein dafür, dass es strukturierte Chronikerbehandlungsprogramme für Menschen mit Adipositas geben wird. Stichwort DMP Adipositas, das ja jetzt im Gesetzentwurf ist. Wir hoffen doch sehr, dass es dann auch zur Umsetzung kommt an diesem Punkt. Also das vielleicht zu der ersten Kategorie. Was für konkrete Maßnahmen könnte man umsetzen, um die Neuerkrankungsrate zu reduzieren? Der zweite Punkt qualitativ hochwertigen, zukunftsorientierten Versorgung der immer höher werdenden Zahl von Menschen mit Diabetes. Hier ist ganz wichtig, und das zeigt auch die Studie aus Ulm, wir brauchen wieder mehr Know-how, mehr diabetologisches Know-how in deutschen Kliniken. Hierzu gehört aus unserer Sicht auch, dass die sprechende Medizin im stationären Vergütungssystem DRG besser abgebildet werden muss, denn die hat unter anderem auch bewirkt, dass das klinische Fach Diabetologie in den letzten zwei Jahrzehnten eben deutlich abgebaut, dass hier Kapazitäten deutlich abgebaut wurden. Das kann nicht gut gehen, wenn jeder fünfte Mensch im Krankenhaus Diabetes hat und die Mortalitätsrate um 32% in dieser Gruppe höher ist. Also wir brauchen wieder mehr diabetologisches Know-how in unseren Kliniken. Und dazu gehört auch definitiv, und das ist auch eine wichtige Forderung der Deutschen Diabetesgesellschaft, wir brauchen an jeder medizinischen Fakultät
einen klinischen Lehrstuhl für das Fach Diabetologie und Endokrinologie entsprechend der Bedeutung der großen Volkskrankheiten aus diesem Fachbereich, aber vor allen Dingen auch, um den medizinischen Nachwuchs in Wissenschaft und Klinik zu sichern. Denn wenn junge Medizinstudenten nicht mehr mit dem Fach an ihren Universitäten in Berührung kommen, dann werden aus diesen Menschen auch selten Diabetologen und Endokrinologen später werden. Das, glaube ich, wären so die wichtigen Punkte. Und wenn man allein nur das, was ich jetzt genannt habe, wenn man allein nur das aus der nationalen Diabetesstrategie konkret umsetzen würde, dann glaube ich, würde die Diabetologie in 5 bis 10 Jahren viel, viel besser dastehen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Kellerer. Das sind ja ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt zu tun wären. Sie haben ja ausgeführt, die Prävention muss gestärkt werden, insbesondere die Verhältnisprävention, aber eben auch die Versorgung der Zukunft muss letztendlich gesichert werden, dadurch, dass man eben Nachwuchs heranbildet, dass man Universitäten ausstattet, Kliniken entsprechend ausstattet. Also was zu tun ist, liegt auf dem Tisch, aber jetzt passiert ja nichts. Und jetzt haben wir erstmal wieder Wahlkampf. Wie hoffnungsfroh sind Sie denn, dass da irgendwas in Gang kommt, zumindest in der nächsten Legislatur? Wie ist da Ihre Erwartung? Also die Erwartung ist ganz klar, dass man irgendwann jetzt auch hier in konkrete Maßnahmen, dass man solche konkrete Maßnahmen, sei es föderal, aber vieles, glaube ich, kann man auch auf Bundesebene durchaus umsetzen. Das kommt, das ist ganz klar unsere Erwartung. Ich sehe im Moment, ich sag mal, einen gewissen Hoffnungsschimmer bei dem Thema Chronikerbehandlungsprogramm Adipositas. Also das, glaube ich, wird wahrscheinlich, da scheint die Politik durchaus einen Willen zu haben, das jetzt auch in die Umsetzung zu bringen. Beim Thema Verhältnisprävention sehe ich im Moment hier noch nicht so den konkreten Willen im Bundesernährungs- und Landwirtschaftsministerium. Da wird man nach der Wahl sehen, ob hier sich doch etwas bewegt. Das wäre zu hoffen, denn auch das wäre etwas, was man in Deutschland, glaube ich, relativ rasch und effizient auch umsetzen könnte. Also ganz klar, die nächsten, wir sind im Moment natürlich noch in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Das ist ein Thema, womit die Politik und auch die Gesundheitspolitik nach wie vor sehr beschäftigt ist. Und ich vermute mal, dass wir von der nach Abebbung der dritten Welle der Corona-Pandemie dann direkt in den Wahlkampf hineinkommen werden. Und wie wir wissen, ist ein paar Wochen vor der Wahl wird hier auch nichts mehr entschieden. Aber wir werden als Deutsche Diabetesgesellschaft uns auch sehr dafür einsetzen, dass dann eben, wie immer die Koalition denn aussehen wird dann im Herbst, aber dass hier doch bestimmte Dinge verbindlicher in den Koalitionsvertrag hineinkommen und verhandelt werden. Vielen Dank, Frau Professor Kellerer. Sie haben ja den Zusammenhang jetzt auch schon zwischen Corona-Pandemie und Diabetes-Pandemie ausgeführt und auch auf die Tatsache hingewiesen, dass letztendlich die Diabetes-Pandemie und die Tatsache, dass man sich um diese nicht ausreichend gekümmert hat, die Corona-Pandemie auch noch verschlimmert hat. Weil wir wissen heute, Herr Professor Bornstein, dass Menschen mit Diabetes, zumindest mit einem schlecht eingestellten Diabetes, ein erhöhtes Risiko für einen wirklich gefährlichen Verlauf bei einer Covid-19-Erkrankung haben. Und man weiß aber mittlerweile auch, dass die Erkrankung selbst zu Stoffwechselkomplikationen bei Menschen mit Diabetes führen kann. Manche meinen sogar, dass Diabetes dadurch verursacht werden könnte, durch eine Covid-19-Infektion. Das ist eher Spekulation und noch nicht ganz klar, wenn ich das richtig sehe. Aber es gibt definitiv Zusammenhänge zwischen SARS-CoV-2, diesem Virus, und dem Einfluss auf die Stoffwechsellage von Menschen. Herr Professor Bornstein, was weiß man darüber mittlerweile schon genau? Wie sehen diese Zusammenhänge genau aus? Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal anschließen an unsere Präsidentin. Es ist natürlich in einer gewissen Weise ein absoluter Skandal, von den über 3 Millionen Menschen, die jetzt an Corona weltweit gestorben sind,
ist ein großer Teil. Das schwankt so zwischen 30 bis 70%. Das kann bis zu 2 Millionen sein, wissen nicht genau, leidet an Diabetes oder metabolischen Erkrankungen. Das heißt, dieses Zusammenstoßen der beiden Pandemien hätte uns eigentlich veranlassen müssen, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir gerade die Diabetologie stärken. Da kommt wenig. Wir als Internisten, wir sind ja meistens als Diabetologen auch als Internisten an der Vorfront dieser Pandemie, mussten noch kämpfen, dass uns nicht die Diabetesstationen landesweit zugemacht worden sind. Wir haben einen Stau mittlerweile natürlich von Patienten von 3 großen Risikogruppen. Das sind einmal die mit den diabetischen Füßen, wo die Maya-Amputation, das heißt, dass die Patienten das ganze Bein verlieren, sich verdoppelt, verdreifacht hat in den letzten Monaten. Sie müssen wissen, wenn man das Bein verliert durch eine Maya-Amputation, ist das schlimmer als die meisten Tumorkrankheiten. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt nur noch bei 30%. Das Gleiche gilt für die Gruppe der ganz Übergewichtigen. Die bariatrisch-chirurgischen Programme wurden weltweit zum Teil eingestellt, fahren sehr schleppend wieder an. Das ist eine ganz große Risikogruppe. Und das Dritte, wo wir 11.000 Menschen weltweit verloren haben, allein in den Dialyseprogrammen, wo man sagen kann, da die Diabetologen ja auch diabetischen Patienten den größten Anteil ausmachen, mussten wir kämpfen und uns durchsetzen. Es ist Gott sei Dank gelungen, dass diese Patienten wenigstens als erstes geimpft werden. Also es war eine Hintereinanderreihung von Skandalen und man muss wirklich jetzt darauf hoffen, dass wir das Gegenteil machen, dass wir jetzt nicht Diabeteskliniken noch zumachen, sondern nach der Pandemie mit dem Plan weitere Lehrstühle halten, ausbauen können und wie schon gesagt, dieses Fach dann auch repräsentiert ist. Das ist die Lehre aus der Pandemie. Und Sie haben natürlich ganz recht, das Virus benutzt einen metabolischen Pathway, also es hijackt einen metabolischen Pathway und geht damit natürlich in die Zellen, richtet den Schaden an. Und man kann natürlich durch eine gute Glykämielage, durch eine gute Prävention diese Situation verbessern. Es ist sogar so, dass man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht manche Diabetesmedikamente nicht nur, dass man sie weitergeben sollte, Patienten gut eingestellt sind, sondern vielleicht sogar einen protektiven Effekt hatten. Da gibt es Daten für die DPP-4-Inhibitoren, aber auch für das einfache Metformin. Das ist noch nicht ganz bewiesen, da arbeiten wir dran, dass das vielleicht sogar ein Schutz vor der Erkrankung ist. In jedem Fall kann man sagen, dass Patienten, die einen Diabetes haben, auch dann optimal betreut werden müssen. Die einzigen wirklich effektiven Medikamente, die wir ja bisher hatten, um den schwerkranken Corona-Patienten zu behandeln, sind Steroide, Dexamethason, die natürlich, das sind Glukokortikoide, die wir auch wieder den Blutzucker verschlechtern können. Jetzt wird protektiv ein inhalatives Steroid gegeben. Auch da muss man natürlich vermehrt noch auf den Blutzucker gucken. Das gilt dann auch für Post-Corona. Die Patienten, die es überstanden haben, müssen natürlich engmaschig auf metabolische Verschlechterungen, auf Herz, Niere, metabolisch oder kardiometabolische Veränderungen kontrolliert werden. Kann, Sie hatten das auch schon mal in der Frage so ein bisschen angesprochen, kann nun das Virus selber einen neuen Diabetes auslösen? Also was wir wissen, wir haben mit einem Team weltweiter Diabetologen ein Register gebildet, das auch im New England Journal publiziert wurde. Da sind mittlerweile fast 1000 Patienten dokumentiert. Was wir wissen, ist sicher, das gilt auch für andere Sepsiserkrankungen und Viruserkrankungen, dass ein bestehender, insbesondere hier auch bei Coronavirus, Diabetes sich deutlich verschlechtern kann, dass wir eine lokale Inflammation haben, die also einen vielleicht noch Prädiabetes Typ 2 in einen manifesten Typ 2 Diabetes umwandeln kann. Und dass wir einzelne Fälle haben, die dann oft nicht so gut dokumentiert sind. Wir haben einzelne Fälle auch publiziert, die dann möglicherweise ein Auslösen durch das Virus der Autodestruktion von Beta-Zellen herbeiführt und tatsächlich zu einem Typ 1 führt. Das ist indirekt, wenn man keinerlei Antikörper nachweisen kann, könnte man sich vorstellen, dass es so einen, also ein Auslöser, das Virus selber diesen Autodestruktionsprozess und Typ 1 ausgelöst hat. Wie häufig das letztlich ist, es ist kein Massenphänomen, Gott sei Dank. Und das hängt auch damit zusammen, dass vielleicht viele junge
Menschen nicht so schwer erkranken. Aber es ist möglich, und das müssen wir über die nächsten Jahre dokumentieren, wie häufig das vorkommt. Aber wichtig ist vielleicht als große Take-Home-Message, dass man das mitnehmen kann. Wir haben gelernt, bei den Empfehlungen in der Pandemie Medikamente weitergeben. Das heißt also, es ist jetzt nichts abzusetzen, auch Blutdruckmedikamente sind nicht abzusetzen, da waren Verwirrungen am Anfang. Manche haben vielleicht sogar einen protektiven Effekt. Bei schweren Erkrankungen müssen wir natürlich den Blutzucker besser kontrollieren, als das teilweise auf den Notfallaufnahmen und Intensivstationen möglich waren, weil die Diabetesentgleisung macht den Heilungsprozess sehr, sehr viel schwieriger. Und man kann auch sagen, es ist natürlich diese Gruppe an Diabetikern weltweit auch oft nicht, auch gerade wenn Komplikationen sind, oft nicht die, die den besten und schnellsten Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Das ist oft Prekariat. Und die Impfprogramme erreichen oft die am meisten Gefährdetesten jetzt am letzten. Und da haben wir auch einiges zu tun, einmal die Patienten überhaupt zu impfen und sie auch zu erreichen im Verlauf. Ganz herzlichen Dank, Herr Bornstein, für die Schilderung dieser wirklich ganz wesentlichen Zusammenhänge. Und ich mache ja Ihren Eingangsappell nochmal ganz deutlich. Also wenn man etwas aus der Corona-Pandemie gelernt haben sollte, dann, dass man sich um die Adipositas- und Diabetes-Pandemie kümmern sollte. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, von den 3 Millionen Verstorbenen haben 2 Millionen einen Zusammenhang mit Übergewicht oder Diabetes, was ja eine ganz enorme Zahl ist. Sie hatten jetzt gerade noch zum Schluss angesprochen, dass es natürlich in einer akuten Erkrankungsphase, aber auch in der natürlich Phase nach der Corona-Erkrankung wichtig ist, dass die Stoffwechselsituation genau beobachtet wird. Wie gut ist denn die Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen, die jetzt, sage ich mal, vorrangig die Patienten mit Corona betreuen, mit Covid-19 betreuen und der Diabetologie und zum Beispiel Spezialisten wie Sie, die solche Spezialisten Wissen haben? Bei uns ist natürlich gut, weil ich als Direktor der internistischen Klinik auch das Gefäßzentrum, das Nierenzentrum, die anderen Fachbereiche mit in einer Klinik habe. Aber es gibt jetzt schon sehr gute strukturierte Programme, dass die Patienten metabolisch auf Nierenfunktion, Herz-Lungenfunktion im Post-Covid-Verlauf auch geprüft werden. Also ich denke, diese Zusammenarbeit ist insgesamt ganz gut, aber sicherlich auch noch ausbaufähig. Jetzt sprechen wir hier ja über Präzisionsmedizin. Kann man denn auch bei einem Menschen mit Diabetes vorhersagen, wie wahrscheinlich jetzt ein schwerer Verlauf bei einer SARS-CoV-2-Infektion sein könnte? Kann man also auch da schon clustern und Typen bilden? Was weiß man darüber? Also es gab gute Untersuchungen tatsächlich, dass die Glykämielage, also umso höher der Blutzucker, umso größer ist die Gefahr, das korreliert in den meisten Ländern, gibt es große Studien auch aus England und anderen Ländern. Es ist nicht so ganz klar, die Beziehung zum Übergewicht ist auch relativ klar, aber es ist nicht ganz klar, bestimmte Diäten oder sagen wir mal Bewegungen, wie das miteinander korreliert. Insgesamt denke ich aber, optimale Einstellung war und ist das Gebot der Stunde. Und dann auch hinterher jetzt in der Post-Covid-Phase, das wissen wir vor allem aus der vorhergehenden kleineren SARS-Pandemie, müssen wir damit rechnen, dass vielleicht noch sogar nach Monaten es zu metabolischen Verschlechterungen kommen kann. Also auch da kann es sein, dass also die Erkrankung deutlich länger nachwirkt, als man zu Beginn meinte, dass es also Monate später sogar noch zu Verschlechterung kommen kann. Deswegen ist es vielleicht auch ein wichtiger Hinweis an Menschen mit Diabetes, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, sehr sorgfältig eben auf die Blutzuckereinstellung zu achten und auch in engen Austausch mit den Diabetologen zu treten. Absolut, das kann man nur so bestätigen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Bornstein, erstmal soweit. Wir haben jetzt diese Corona-Perspektive uns angeschaut, auch da geschaut, wie man unterscheiden kann, wie man Patientengruppen unterscheiden kann. Wir wollen jetzt nochmal auf den Prädiabetes zu sprechen kommen, den Herr Professor Lehnert ja auch schon angedeutet hatte. Also der Diabetes,
Der Diabetes, der zwar schon im Stoffwechsel Auffälligkeiten zeigt, Herr Professor Fritsche, wo die Patienten aber noch nicht richtig krank sind. Das ist auch der Diabetes, wo man präventiv vielleicht noch mal besonders viel bewirken kann, weil eben die Erkrankung noch nicht manifest ist. Da ist dann immer die spannende Frage, welche Präventionsmaßnahme wirkt jetzt bei wem besonders gut? Und Herr Professor Lehnert hatte es angesprochen, Sie sind da in Tübingen ja ganz besonders weit. Sie haben ja verschiedene Cluster gebildet von Menschen mit Prädiabetes, unterscheiden da mittlerweile 6 Subtypen. Was sind es für 6 Subtypen? Wie sind Sie zu diesen gekommen? Und was heißt es dann jetzt auch in der Konsequenz mit Blick auf die Prävention? Ja, wir haben uns, vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns parallel eben zu diesen Subtypen des manifesten Diabetes, die ja in den letzten 3 bis 4 Jahren entdeckt wurden und beschrieben wurden, haben wir uns gefragt, gibt es auch sowas bei der Vorstufe hin zum Diabetes, beim Prädiabetes? Und beim Prädiabetes ist es ja bisher nur so gewesen, dass der über leicht erhöhte Blutzuckerwerte definiert war. Aber da steckt hinter diesem Prädiabetes sicherlich viel mehr dahinter. Wir haben seit 20 Jahren Menschen mit erhöhtem Risiko für Diabetes sehr genau untersucht an der Uni Tübingen hinsichtlich dem Zuckerstoffwechsel mit solchen oralen Glukosetoleranztests, die auch Aussagen über Insulinsensitivität und Sekretion erlauben. Wir haben den Fettstoffwechsel über diese 20 Jahre untersucht und eben auch die Körperfettzusammensetzung. Und haben gleichzeitig noch genetische Analysen gemacht. Und bei 1000 solchen Prädiabetikern konnten wir, wie Sie schon gesagt haben, 6 Cluster oder Subgruppen von Prädiabetes definieren, die auch sehr gut korrespondieren mit den Subgruppen beim manifesten Diabetes. Und diese 6 Subgruppen, die bestehen zum einen von 3 Niedrigrisiko-Clustern oder Subgruppen und 3 Hochrisiko-Clustern. Subgruppen. Und bestätigen konnten wir diese Einteilung dann in einer Validierungskohorte, so nennt man das, aus England, der Whitehall-Studie, wo über Tausende von Engländern über 30 Jahre eben auch untersucht wurden mit etwas einfacheren Parametern des Zucker- und Fettstoffwechsels. Ich möchte die 3 Hochrisiko Cluster kurz vorstellen, wie die aussehen vom Stoffwechseltyp her. Wir haben die durchnummeriert und ein Hochrisikocluster ist das Cluster 3. Das ist gekennzeichnet durch eine schlechte Insulinausschüttung, Insulinsekretion und ein hohes genetisches Risiko. Das Cluster 5, das ist der Typ, der viel Leberfett hat und insulinresistent ist und übergewichtig. Und dann gibt es noch das Cluster 6, das viel Fett im Bauchraum hat und um die Nieren herum. Und diese Menschen sind auch sehr insulinresistent. Die Folgen von diesen Clustern sind für das Cluster 3, solche Menschen haben erhöhtes Diabetesrisiko und erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Das Cluster 5 sieht das genauso aus, erhöhtes Diabetesrisiko und erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und eine erhöhte Mortalität. Und auch für das Cluster 6 besteht eine erhöhte Mortalität und ein erhöhtes Risiko für diabetesbedingte Nierenerkrankungen. Aber interessanterweise hat dieses Cluster gar kein so hohes Diabetesrisiko. Hier ist die Nierenerkrankung schon angelegt, bevor sich der Diabetes entwickelt. Also man kann auch sehen, dass diese Folgeerkrankungen des Diabetes schon ganz früh angelegt sind und schon eigentlich vor Diabetesmanifestationen eventuell präventiv angegangen werden müssen. Was bringen solche Ergebnisse jetzt für die Praxis, aus der Praxis für die Praxis? Das Ziel, das große Ziel ist, das hat Herr Lehnert auch schon angesprochen, wir müssen gezielter vorbeugen, wir wollen gezielter vorbeugen, präventiv tätig sein und wir wollen präzisere Behandlungen unseren Patienten anbieten. Und dafür brauchen wir so eine Typeneinteilung. Sie haben schon vorher angesprochen, Big Data ist dafür notwendig. Wir müssen das aber dringend vereinfachen. Die Behandlung kann nicht der Informatiker machen, sondern wir brauchen immer noch den Arzt. Und mit einfachen Parametern des Zucker- und Fettstoffwechsels
haben wir jetzt eine App programmiert, wo man diese Typeneinteilung machen kann und die wird gerade evaluiert. Das ist noch im Beta-Stadium, also ist noch nicht öffentlich, aber man kann das schon anwenden. Und meine Vision ist sozusagen, dass wir Niedrigrisikopersonen, die können wir oder müssen wir monitoren mit irgendwelchen Diabetes-Risikofragebögen. Da gibt es in Deutschland einen sehr guten, den DRS. Da reicht Monitoring, da müssen wir noch nicht aktiv werden. Aber bei den Hochrisikopersonen, da müssen wir uns wirklich auf die Socken machen, sozusagen aktiv werden, denen Lebensstilintervention anbieten, weil wir in einer großen DZD-Studie eben auch gezeigt haben, dass gerade Hochrisikomenschen besonders gut von Lebensstilinterventionen profitieren. Und das Letzte wäre dann, dass wir individuelle Lebensstilinterventionen designen, also für solche Subgruppen. Und da ist jetzt letzten Monat eine Studie im DZD gestartet, wo wir eben gerade für solche Angehörige von Cluster 3 und 5 Intervallfasten anbieten und dann schauen, ob dieses Intervallfasten bei diesen Subgruppen dann sich auf die Insulinsekretion auswirkt und ob es da Unterschiede zwischen den Clustern gibt. Also braucht es dann prospektive Studien. Das sind so meine Ausführungen zum Prädiabetes. Ich wollte aber noch auf den Herrn Bornstein zurückkommend und das da bestätigen, was er da auch gesagt hat zu den Skandalen und wollte auch rüberbringen, Diabetesprävention ist gleich Covid-Prävention. Also das ist völlig vergessen worden. Wenn wir metabolisches Syndrom, Prädiabetes behandeln, dann tun wir auch was zur Covid-Prävention. Und eben Diabetesbehandlung ist auch extrem wichtig, um schwere Verläufe zu verhindern. Das kommt überhaupt nicht in der Diskussion vor. Das wollte ich noch hinterher schieben. Ganz wichtiger Punkt, Herr Wasser-Fritsche, ganz herzlichen Dank. Die 50 Journalistinnen und Journalisten, die in diesem Call sind, die müssen das jetzt aber wirklich verstanden haben. Also Diabetesprävention heißt auch Covid-Prävention und das darf nicht vergessen und nicht vernachlässigt werden. Ganz herzlichen Dank für Ihre sehr, sehr spannenden Ausführungen. Das ist ja tatsächlich noch viel mehr, was Sie anhand dieser Cluster erkennen. Also Sie erkennen nicht nur, wer einen Diabetes entwickeln wird, sondern Sie erkennen auch, wer eventuell welche Folgeerkrankung entwickeln wird im Laufe der Zeit und können deswegen auch ganz gezielt Folgeerkrankungen schon anfangen zu bekämpfen. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, Sie hatten die App angesprochen, die gerade noch im Teststadium ist. Das wäre dann eine App für Ärzte oder eine App für Patienten? Wer könnte mit dieser App dann arbeiten und sein Risiko oder das Risiko seiner Patienten einschätzen? Ja, die wäre dann für Hausärzte gedacht, die dann mit einfachen Parametern dann diese Risikoeinteilung durchführen können. Also man braucht keinen Kernspin dazu, sondern man braucht eine körperliche Untersuchung und Laboruntersuchung dann dazu. Also im Grunde die Untersuchungen, die Basis für die Zuordnung in ein Cluster sind, die sind relativ einfach. Die sind auch vom Hausarzt zu machen. Und künftig, so Ihre Vision, kann der Hausarzt dann in einer App das eingeben und feststellen, okay, dieser Patient, der gehört in Cluster 3, hat erhöhtes Diabetesrisiko und muss deswegen dann zum Diabetologen weitergeleitet werden? Oder was wäre dann der nächste Schritt? Wenn ein Hochrisikocluster vorliegt, dann müssen wir sofort aktiv werden. Und wenn ein Niedrigrisikocluster vorliegt, dann Monitoring beobachten. Das kann natürlich nicht ganz so genau sein, wie wenn wir dann Kernspin machen und genetische Analysen, das ist schon klar. Aber für eine grobe Einteilung wird sowas, denke ich, ausreichend sein und motiviert oder sensibilisiert sicherlich auch die Patienten, denke ich. Und ich wollte noch was kurz dazu sagen zu den Folgeerkrankungen, die eben schon vorher eben entdeckt werden. Auch diese erhöhte Mortalität, das ist nicht nur kardiovaskuläre Mortalität, sondern da muss auch noch mehr dahinter stecken. Zum Beispiel Krebserkrankungen, die eben auch durch dieses Vorfeld Prädiabetes auch schon getriggert werden können. Das ist genau das richtige Stichwort, Herr Professor Fritsche, weil wir kommen jetzt zu Herrn Professor Herzig und da wollen wir genau über den Zusammenhang zwischen Diabetes und Krebs sprechen. Weil Menschen mit Diabetes haben nicht nur ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf oder für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie gerade angesprochen, sondern eben auch ein erhöhtes Risiko, Krebs im Laufe ihrer Diabeteserkrankung zu entwickeln.
besonders spezielle Krebsarten, Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber, Darm stehen da im Fokus. Herr Professor Herzig, das ist auch etwas, worüber man relativ wenig immer hört. Wie sind denn die Zusammenhänge tatsächlich zwischen dieser Stoffwechselsituation, die ein Mensch mit Diabetes hat, und der späteren Krebsentstehung? Ja, vielen herzlichen Dank. In der Tat haben die Kollegen mir gerade eine Steilvorlage geliefert, indem sie gesagt haben, dass Diabetes und Übergewichtsprävention auch immer Covid-Prävention ist. Dasselbe könnte man sicherlich auch für die Tumorerkrankungen so sagen. In der Tat, es sind diese Zusammenhänge vielerorts noch nicht so bekannt, dass also tatsächlich zwei große Volkserkrankungen zusammenkommen. Wie Sie richtig ausgeführt haben, wissen wir seit längerem aus großen epidemiologischen Studien, dass in der Tat das Risiko erhöht ist, bei Übergewicht oder auch bei Diabetes an Krebs zu erkranken. Das ist offensichtlich sehr spezifisch für spezifische Tumorarten. Je nach Studie, man fragt sich mal, wie schlimm ist das Ganze? Je nach Studie kann es sein, dass man bis zu ein vierfach erhöhtes Risiko hat, zum Beispiel an Leberkrebs zu erkranken, wenn man übergewichtig war oder ist. Und angesichts der insgesamten Zahlen, die wir haben, also wir haben am Anfang ja die Diabeteszahlen diskutiert, wir wissen, dass wir mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt mit Übergewicht haben, ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass in der Tat manche Tumorerkrankungen wie zum Beispiel Leberkrebs gar nicht mehr so seltene Tumorerkrankungen in der Zukunft sein werden, sondern im Zuge der Welle des Übergewichts dann sozusagen auch an ihrer Häufigkeit rapide zunehmen werden aufgrund dieser Beziehung. Und natürlich ist die Frage, insbesondere natürlich aus biomedizinischer und experimenteller Sicht und natürlich dann am Ende aus klinischer Sicht spannend, was sind die Zusammenhänge, was können wir da ableiten, was wissen wir schon? Ich denke, im Großen und Ganzen, um das relativ prägnant zusammenzufassen, sind es so zwei, drei Aspekte, die, glaube ich, zum Teil, wenn man das erklärt, vielleicht ganz einleuchtend sind. Zum einen haben wir natürlich beim Diabetes ein Problem mit dem Blutzucker und mit dem Insulin. Und das, was bei einem Prädiabetes insbesondere auch passiert ist im Zuge einer Insulinresistenz, also einer zunehmenden Insensitivierung des Körpers gegen die Wirkung von Insulin, versucht unser Körper gegenzusteuern und schüttet immer mehr Insulin aus. Sodass also gerade im Stadium des Prädiabetes, bevor es also dann in den manifesten Diabetes übergeht, eine Hyperinsulinämie vorliegt. Und wir wissen natürlich, dass Insulin jetzt nicht nur ein Hormon ist, was ganz essentiell für die Blutzuckerkontrolle wichtig ist, sondern eben auch ein Wachstumsfaktor. Das heißt, wann immer Insulin auf eine Zelle treffen wird, die den entsprechenden Rezeptor trifft, die vielleicht schon eine gewisse genetische Prädisposition hat, eine Mutation hat, dann kommt es zu einem vermehrten Zellwachstum, einer Zellexpansion, und so können dann bestehende Tumore oder Tumorzellen vermehrt sich ausweiten, aggressiver werden und dementsprechend dann auch Krebs dann viel früher im Leben auftreten, als dass sie das ohne das getan hätten. Der zweite große Punkt, und das ist vielleicht insbesondere für so etwas wie Leberkrebs von großem Interesse, ist die Inflammation. Wir wissen seit vielen Jahren auch, dass Übergewicht und Diabetes ein entzündlicher Zustand ist. Also nicht so akut wie bei einer Virusinfektion oder bei einer bakteriellen Infektion, aber wir haben eine durchgehende Entzündungsreaktion im Körper, vielleicht für viele Jahre, die chronisch verläuft. Und die dann auch dafür sorgt, dass das Fettgewebe nicht mehr so arbeitet, wie es arbeiten soll, und dass verschiedene andere Organe im Stadium von Übergewicht und Diabetes nicht mehr so funktionieren. Und gleichzeitig ist bekannt, dass aber auch Entzündungsreaktionen und die Mediatoren, die dort wichtig sind, bestimmte Zytokine zum Beispiel, auch dafür geeignet sind, Tumorzellen zum Wachstum anzuregen oder vielleicht sogar normale Zellen dazu zu bringen, zu entarten und überhaupt erst zu Tumorzellen zu werden. Also auch diese Entzündungsreaktion, die man beim Stoffwechsel hat, bei Stoffwechselstörungen hat, können dazu führen, dass also bestimmte Tumore schneller und aggressiver wachsen, als dass sie das ohne tun würden. Und ein drittes Gebiet, und da sind wir selber auch in der Vergangenheit tätig gewesen, was, glaube ich, relativ spannend und vielleicht für viele noch einigermaßen neu ist. Wir haben ja neben den klassischen Hormonen auch sogenannte Fettgewebshormone, das heißt also Botenstoffe aus dem Fettgewebe, die ursprünglicherweise entdeckt wurden hinsichtlich ihrer Rolle bei der Regulation von Nahrungsaufnahmen, von Hunger und Sättigungsgefühl. Das Leptin, vielleicht das berühmteste, was man hier nennen kann. Und wir haben jetzt vor relativ kurzer Zeit gefunden, dass dieses Leptin, was also bei Übergewicht insbesondere auch erhöht, ausgeschüttet wird, einfach deswegen, weil man eben viel mehr Fettgewebe hat, aus dem Fettgewebe kommt und dann in bestimmten Tumorzellen, in dem Fall waren es
Brustkrebszellen dafür sorgt, dass bestimmte genetische Programme in den Tumorzellen anders abgelesen werden, als dass sie das normalerweise wären. Und dass dieses Ablesen von diesen bestimmten genetischen Informationen dann dazu führt, dass die Tumorzellen aggressiver werden und vermehrt Metastasen ausbilden. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir experimentell und therapeutisch, wenn Sie so wollen, verhindert haben, dass diese Fettgewebshormone, die also bei Übergewicht so erhöht sind, gar nicht mehr auf diese Tumorzellen einwirken können, dann konnten wir auch verhindern, dass zum Beispiel nach einer erfolgten Resektion eines Brusttumors dann auch Metastasen oder wiederkehrende Tumore weniger auftraten. Das heißt also eine ganz klare Verbindung zwischen auch diesen Fettgewebshormonen und dem Verhalten einzelner Tumorarten. Und die große Herausforderung, Sie hatten das am Anfang schon gesagt, jetzt für die Zukunft wird es natürlich sein zu verstehen, warum ist es bei bestimmten Tumorarten so, dass das Risiko erhöht ist bei Diabetes und Übergewicht. Das ist auch natürlich eine naheliegende Frage, warum ist es bei anderen Tumorarten nicht so? Da sind wir, glaube ich, kann man fairerweise sagen, noch relativ am Anfang, denn wir müssen quasi Tumor für Tumor durchgehen. Also während es bei Brustkrebs sein kann, dass insbesondere die Hyperinsulinämie wichtig ist, wird es vielleicht beim Leberkrebs die Inflammation sein und bei anderen Tumorarten dann etwas anderes. Und wenn wir das heranziehen, was Herr Fritsche gerade so schön ausgeführt hat, dann gibt das jetzt natürlich mit der Identifizierung von Diabetes-Subtypen nochmal ein ganz neues Feld, auch in dieser Verbindung der Langzeitkomplikation Krebs, nämlich zu verstehen, ist es so, dass diese Subtypen von Diabetes-Patienten auch ein verschiedenes Risiko haben, an bestimmten Tumoren zu erkranken oder nicht. Und das wird sicherlich etwas sein, was uns in der Zukunft sehr beschäftigen wird. Im Gegensatz zur Onkologie, wo man schon viele Jahre solche Subtypen kennt, natürlich bei einzelnen Tumorarten, sind wir da, wie wir gerade gehört haben, in der Diabetologie noch am Anfang. Aber sicherlich eröffnet uns das jetzt die Tür, dann auch diese Kombination zu verstehen, was macht eine bestimmte Stoffwechsellage und was sind dann auch die einzelnen Mediatoren, die dann für einen bestimmten Tumor, für eine bestimmte Tumorart dann verantwortlich sein können, dass es eben aggressiveres Wachstum gibt, dass es vermehrtes Wachstum gibt und ein früheres Auftreten in den betroffenen Menschen, als dass es ohne dieses Stoffwechselrisiko am Anfang gewesen wäre. Ganz herzlichen Dank, Professor Herzig. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann es ganz unterschiedliche Treiber dann für das Tumorwachstum geben. Das kann das Insulin selbst sein, was als Wachstumsfaktor wirkt. Das kann aber auch Fettgewebshormone sein. Und es können die Entzündungsprozesse sein, die in verschiedenen Organen durch dieses Übergewicht beispielsweise hervorgerufen werden. Auch hier ist dann der präzise Blick wahrscheinlich ganz entscheidend, eben auf den jeweiligen Tumor und auf den jeweiligen Menschen wahrscheinlich. Was heißt es aber heute schon für Patientinnen und Patienten? Was können denn Menschen mit Diabetes heute schon aus dieser Erkenntnis für sich für einen Nutzen ziehen? Ja, ich sagte schon, ich glaube, wir sind da noch in dem Verständnis der Wechselwirkung zwischen Stoffwechselerkrankungen und Tumorerkrankungen noch vergleichsweise am Anfang. Aber natürlich ist es so, und dass überhaupt das Bewusstsein, dass es diese Risikobeziehung gibt, noch nicht wirklich weitläufig verbreitet ist. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich über diesen Anlass, zu dem wir heute hier zusammengekommen sind, überhaupt die Botschaft zu versenden, dass sich jeder, also der an solchen Stoffwechselerkrankungen leidet, auch bewusst sein soll und kann, alles, was er tut, um seinen Diabetes in den Griff zu bekommen und sein Übergewicht in den Griff zu bekommen, gleichzeitig auch Krebsprävention bedeutet. Es gibt offensichtlich eine Reihe von Studien, die belegen, dass gerade unter Patienten mit Diabetes die Bereitschaft oder das Bewusstsein, zum Beispiel an Vorsorgemaßnahmen für Darmkrebs teilzunehmen, erniedrigt ist. Wir wissen nicht so genau, warum das so ist. Ja, vielleicht sind die Menschen abgelenkt von ihrer Diabeteserkrankung und haben damit genug in ihrem Alltag zu tun, als dass sie sich auch noch um eine andere Art der Prävention kümmern würden. Oder es ist generell ein Bewusstsein nicht so vorhanden für das, was im Körper passiert, wenn eben bestimmte Entgleisungen vor sich gehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, mit Diabetes kann man ja durchaus ein paar Jahre ganz gut leben, bevor man es vielleicht überhaupt erst merkt. Also auch dieses Bewusstsein, wie dramatisch ist das überhaupt, ist vielleicht nicht in allen Halben vorhanden. Also das ist, glaube ich, neben dem, sagen wir mal, experimentellen klinischen therapeutischen Ansatz, dass wir verstehen wollen, wie sind die Mechanismen, ist sicherlich die große Herausforderung, das Bewusstsein zu schärfen.
Und insofern kann jeder, der jetzt mit Diabetes und mit Übergewicht zu kämpfen hat, sich immer den Satz, den wir jetzt vorhin schon quasi auch für Covid gehört haben, vornehmen. Also alles, was ich tue, um das zu verbessern, verbessert auch gleichzeitig mein oder vermindert, muss man sagen, gleichzeitig das Risiko dann auch an Tumoren zu erkranken im weiteren Verlauf des Lebens. Also Prävention in jeder Hinsicht das entscheidende Mittel der Wahl. Wenn man aber erkrankt ist, unbedingt Vorsorgemaßnahmen gerade mit Blick auf Krebs auch wahrnehmen. So, wir haben jetzt einige Fragen noch im Chat. Ich möchte als erstes mal Frau Kratz bitten, die eine Frage an Herrn Professor Herzig direkt hat und gerne uns hörbar diese Frage stellen möchte. Frau Kratz. Vielen Dank. Ja, Herr Professor Herzig, vielen Dank für die Beschreibung dieser hochinteressanten Zusammenhänge. Das, was Sie beschrieben haben, klingt als Risikofaktoren, aber überwiegend, als wären es die von Menschen mit Typ-2-Diabetes. Gilt das, was Sie gesagt haben, genauso übertragbar für Menschen mit Typ-1-Diabetes? Denn die Frage wird, wenn man darüber berichtet, über den Zusammenhang Diabetes und Krebs, sicher kommen. Ja, also ich glaube, da ist insgesamt die Datenlage etwas dünner. Aber es ist tatsächlich so, dass offensichtlich beim Typ-1-Diabetes das insgesamte Krebsrisiko über alle Krebsentitäten hinweg nicht deutlich sich unterscheidet zwischen Typ 1 und nicht Typ 1. Aber wenn man dann in spezifische Tumorentitäten hereingeht, dann scheint es so zu sein, dass tatsächlich auch die Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse, des Magens, Leber und Niere ein erhöhtes Risiko aufweisen bei Typ 1 Diabetes. Und warum das Risiko insgesamt nicht so erhöht ist, mag vielleicht daran liegen, dass wir bei Typ 1 natürlich vergleichsweise auch über relativ junge Menschen in vielen Bereichen reden. Also insgesamt gilt es sicherlich auch, wie gesagt, für spezifische Tumorentitäten im Bereich Typ 1, aber insgesamt sicherlich nicht so Daten unterfüttert, wie man das jetzt beim Typ 2 machen könnte. Also aber ein ganz klares Ja, dass auch hier natürlich die metabolischen Parameter, die wir besprochen haben, wie Insulinwirkung etc. Am Ende eine Rolle spielen oder Inflammation, Entzündungsreaktionen insbesondere. Also auch da gibt es Daten, dass auch Typ 1 korreliert mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Tumorarten. Ganz herzlichen Dank für diese wichtige Frage und die Antwort darauf. Ich habe hier noch schriftliche Fragen. Da geht es vor allem um dieses Clustern und die Typisierung. Herr Graf fragt, welche Rolle wird denn das Darmmikrobiom im Hinblick auf Typisierung, Diagnostik und Therapie spielen? Herr Professor Fritsche, möchten Sie dazu antworten? Da kann ich nur ganz kurz darauf antworten. Da haben wir keine Daten dazu und kann man derzeit nicht beantworten. Haben nicht nur wir keine Daten dazu, sondern da gibt es meines Wissens auch international keine Daten dazu, noch nicht. Also das ist etwas, woran sicherlich dann in Zukunft noch gearbeitet werden wird und vielleicht gibt es da auch nochmal neue Erkenntnisse. Weitere Frage, die geht an Frau Professor Kellerer. Gibt es bereits Daten, inwieweit die Corona-bedingte Zunahme von Übergewicht und Bewegungsmangel die Diabetes Typ 2 Inzidenz beeinflusst hat? Gibt es dazu Daten oder gibt es dazu vielleicht Erfahrungswerte auch, ergänze ich mal fragend. Also Erfahrungswerte in Deutschland, denke ich, und Daten nur leider sehr wenige. Also mir sind nur Daten eigentlich bekannt, auch wieder von dem DPV-Register aus der Ulmer Gruppe, die mal geschaut haben, zumindest im letzten Jahr, also bezogen auf das Jahr 2020, ob sich das waren allerdings Typ 1 Diabetes, Neuerkrankungsrate erhöht hat und das hat man so nicht gesehen. Jetzt hat aber Typ 1 Diabetes, muss man ja fairerweise sagen, nichts mit Gewichtszunahme zu tun. Das ist eine ganz andere Erkrankung, das ist eine Autoimmunerkrankung in den allermeisten Fällen und Typ 2 hat oft sehr viel mit Gewichtszunahme zu tun. Bei Typ 2 gibt es aber hier leider jetzt keine Daten, dass es zu einer stärkeren Zunahme eben der Neuerkrankungsrate gekommen ist, durch eben diese Pandemiesituation. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass wir es ohnehin im Moment, wir sprachen immer, sage ich, von mindestens 1000 Neuerkrankten pro Tag in Deutschland.
Die Tendenz geht ja im Moment eher Richtung 1500 pro Tag in Deutschland. Also die ist ohnehin so hoch, dass wahrscheinlich in diesem Grundrauschen im Moment ja die Corona-Pandemie nicht so richtig zu erkennen ist. Ich denke aber auch, dass das noch nicht wirklich ganz genau analysiert ist. Also in Deutschland haben wir keine Daten, in anderen Ländern gibt es gewisse Hinweise dafür, dass mehr sind. Aber das Problem lag ja auch, da kommen zwei Dinge, sage ich mal, um es kurz zu machen, gehen auch gegeneinander. Zum einen, ja, es kommt zu einer Gewichtszunahme, die Daten gibt es, also die Menschen nehmen mehr Gewicht zu, aber sie haben auch weniger Arztkontakte in der Pandemie gehabt. Ja. Das heißt, dass möglicherweise die Diagnose auch verzögert ist, ja, weil viele aus Angst vor Ansteckung gar nicht zum Arzt gegangen sind und zum Arzt gehen. Also das sind so Dinge, da kann sich versteckt noch einiges entwickeln, was wir aber erst mit einer gewissen Zeitverzögerung sehen können. Herr Bornstein, ich hatte bei Ihnen nicken gesehen. Gibt es noch eine Ergänzung von Ihrer Seite zu dieser Frage? Nee, es ist genau und umfassend beantwortet. Der Zeitraum ist noch zu kurz. Wir alle in unseren Sprechstunden sehen es natürlich tagtäglich, dass die Patienten jetzt teilweise ein Jahr oder länger nicht da waren. Das ist ein Problem. Die haben Gewicht zugenommen. Die Stoffwechsellage hat sich verschlechtert. Manche müssen wir auch dazu nochmal stationär aufnehmen. Aber es gibt auch, und da kann im Grundrauschen auch nochmal sich was ausgeglichen haben, Vorstellungen, dass natürlich nicht nur die Leute vorm Fernseher saßen und die Netflix-Serie Nummer 19 angeguckt haben, sondern dass auch manche tatsächlich es genutzt haben, sich im Homeoffice oder wie auch immer etwas mehr zu bewegen und auch besser zu bewegen. Also es ist zu früh, um da jetzt das finale Urteil zu treffen. Klar ist, dass die mit besonderen Komplikationen, die hatte ich ja schon genannt, sich in dieser Zeit sehr verschlechtert haben zum Teil und wir enorme Kollateralschäden da sehen bei diesen Gruppen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch mit Blick auf die Zeit zwei Fragen nur dran nehmen, mit der Bitte um kurze Antwort. Das sind große Fragen, aber trotzdem vielleicht kurze, knappe Antwort geben. Einmal die Frage, welchen Stellenwert werden tierischen und fettreichen Produkten bei der Entstehung von Insulinresistenzen gegeben? Herr Professor Fritsche, wollen, können Sie dazu etwas sagen? Tierische, fettreiche Produkte, welche Rolle spielen die? Also ganz allgemein spielt Fleischkonsum eine Rolle, auch fettes Fleisch als Risikofaktor in großen epidemiologischen Untersuchungen. Aber das Gebiet der Ernährung ist so divers und es gibt so wenig gute Interventionsstudien dazu, dass ich da jetzt in keine Details gehen möchte. Aber auf jeden Fall ist eine Kalorienreduktion und Fett ist ein Kalorienträger wichtig. Und es kommt natürlich, da gibt es auch Daten dazu, darauf an, dass es eben gute Fette sein müssen und nicht die gesättigten und vor allem nicht die Transfette. Das ist ganz klar. Und das ist alles Punkte, die man auch eben bei individueller Intervention dann klären muss. Ein schlanker Mensch, für den ist das vielleicht nicht so wichtig bei der Diabetesprävention, aber beim Übergewichtigen mit viel viszeralem Fett vielleicht das Entscheidende. Und das muss man in der Zukunft in prospektiven Studien sehen. Also eine komplexe Fragestellung, komplexes Thema, was aber auch mit Blick auf den Einzelnen heute sehr viel besser schon beantwortet werden kann als in der Vergangenheit. Allerletzte Frage geht an Frau Professor Kellerer. Gibt es schon einen zeitlichen Rahmen für die Umsetzung des DMP Adipositas? Wann sollte, könnte es verabschiedet werden? Sie können zum einen mal sich was wünschen, zum anderen mutmaßen. Da gibt es ja im Moment, das liegt meines Wissens am Bundesministerium für Gesundheit noch, den Gesetzentwurf für die Weiterentwicklung eben im Gesundheitswesen. Und darin ist unter anderem neben vielen Punkten das DMP Adipositas eben genannt. Dieser Gesetzentwurf solle, also vom Zeitplan her, wenn nichts dazwischen kommt, nach meinen Informationen im Sommer dann verabschiedet sein. Dann würde, um das nur kurz zu skizzieren, der Auftrag an den GBA gehen, an den gemeinsamen Bundesausschuss, wo dieses neu zu schaffende DMP dann eben auch entsprechend inhaltlich ausgearbeitet wird. Wir als Deutsche Diabetesgesellschaft haben zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für
Adipositas, also mit der Adipositas-Gesellschaft und kürzlich auch mit der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, die uns schon zusammengeschlossen und gesagt, dass wir hier dann eben auch unsere inhaltliche Bitten, unsere inhaltliche Fachexpertise hier mit einzuholen und versuchen uns hier auch mit einzubringen bei der inhaltlichen Gestaltung. Also wenn alles ganz, ganz optimal läuft, aber wir haben ein Wahljahr und es wird bestimmt nicht alles optimal laufen, wie immer bei diesen Dingen, dann könnte sowas nächstes Jahr an den Start gehen. Wenn man ganz, ganz positiv denkt, wenn man ganz negativ denkt, könnte es auch noch an vielen Stellen scheitern und dann deutlich verzögert oder was wir alle nicht hoffen wollen und ich glaube, selbst die Politiker in Berlin das im Moment so nicht wollen, es könnte auch noch scheitern. Ja, also es ist alles möglich, im besten Rahmen, aber zeitliche Rahmen wäre, dass es nächstes Jahr schon an den Start gehen könnte. Das ist doch zumindest mal eine ganz positive Aussicht auch noch am Ende dieser spannenden Pressekonferenz. Wir haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als wir uns vorgenommen haben, aber die Themen sind einfach groß und spannend und vielfältig. Zum Glück war das heute erst die erste Pressekonferenz im Zusammenhang mit dem Diabeteskongress 2021. Also Sie bekommen noch mal zweimal die Gelegenheit, sich mit Experten hier auszutauschen und zu informieren über die Zukunft der Diabetologie und die Reise, auf die sich die Diabetologie da begeben hat. Die nächste Pressekonferenz am 13. Mai, 12 bis 13 Uhr. Da wird es unter anderem um die bariatrische Chirurgie gehen, um Epigenetik und Diabetes, auch ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Und die Digitalisierung der Diabetes-Therapie, die ja schon sehr weit vorangeschritten ist. Also auch das wird wieder sehr spannend werden. Ich danke für heute hier Frau Professor Kellerer, Herr Professor Herzig, Herr Professor Bornstein und Herr Professor Fritsche ganz herzlich und allen Journalistinnen und Journalisten, die uns trotz Zeitüberziehung total treu hier gefolgt sind und kaum einer hat sich ausgeklinkt. Das ist fantastisch. Das nächste Mal versuchen wir wieder im Zeitplan zu bleiben. Aber schön, dass Sie heute dabei waren. Und wir wünschen allen bis zum Diabeteskongress noch eine sehr gute Zeit. Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns dann am 13. März, nee, Mai natürlich, wieder gemeinsam hier miteinander sprechen. Ganz herzlichen Dank für heute und alles Gute. Tschüss.